Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im 24. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Ja, heute ganz ohne Buchtipp und mit einer etwas anderen Kopfbedeckung, die auch irgendwie noch so schön klimpert. Es ist einfach großartig, es macht jede Katze hier verrückt. Solltet ihr es Mounts oder so hören, lasst, wundert euch nicht darüber. Ich habe heute keinen Buchtipp für euch mitgebracht. Es liegen einige Buchtipps zurück in 23 anderen Türchen. Vielleicht habt ihr jeden Tag ein Türchen von mir geöffnet, vielleicht an manchen auch mehrere, vielleicht fehlen euch noch ein paar Türchen. Nehmt euch vielleicht jetzt auch die Weihnachtstage Zeit, um ein bisschen was nachzusehen. Ich hoffe, euch hat mein Highlight-Kalender genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, es ist viel Arbeit, aber es ist so besonders, einfach nochmal das Jahr zu reflektieren, zurückzuschauen und eben auch einfach so zu überlegen, was habe ich denn eigentlich für Highlights gelesen, in welchem Genre bin ich am liebsten zu Hause, was kam vielleicht ein bisschen kurz, wo war ich vielleicht zu viel unterwegs und habe gemerkt, das ist es vielleicht doch gar nicht mehr, woraus bin ich reingewachsen, woraus vielleicht auch rausgewachsen, und das finde ich super spannend. Es war natürlich jetzt weit mehr als 23 Highlights, war ja in manchen Türchen ist so ein bisschen expliziter um einen Autor, eine Autorin ging und ich da natürlich mehrere Bücher vorgestellt habe. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe da ja schon irgendwann Anfang November begonnen, habe ab Mitte November schon die ersten Türchen gedreht und geschnitten und hochgeladen. Und bis zum Schluss war ich im Einsatz und habe ja in der letzten Woche noch zwei Highlights beendet und davor ja auch noch, noch ein anderes Highlight. Einfach mit dem Gefühl, es könnte noch ein Highlight sein. Und nachdem ich dann sozusagen das 23. Türchen fertig hatte, wusste, was es ist, konnte ich ganz entspannt die letzten Tage da sitzen. So, jetzt kannst du Weihnachtsbücher lesen, jetzt kannst du Harry Potter hören und die Reihe beenden. Und jetzt hast du keinen Druck mehr, dass du noch ein Highlight lesen musst, was du vorstellen möchtest. Natürlich wäre es am Ende ein Highlight für das nächste Jahr geworden, aber man hat ja so ein bisschen seine Gedanken. Und ich lasse ja auch für den Dezember immer so 3-4 Türchen offen, wo ich denke, man weiß ja nie, wie dieser Monat irgendwie so wird. Und das war definitiv auch eine gute Entscheidung. Das werde ich mir auch fürs nächste Jahr vornehmen, insofern es nächstes Jahr auch wieder einen Highlight-Adventskalender gibt. Mir hat es große Freude gemacht, in diesen kurzen Videos wirklich so versucht, auf den Kern des Buches zu kommen und über das Highlight zu sprechen oder die Highlights, wenn es eben mehrere waren. Und ich war sehr begeistert von diesem Zurückgucken, zu diesem Feststellen, wo fühlt man sich heimisch, welche Bücher haben einen begeistert, welche Bücher haben einen eben auch noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr später begeistert und sind einem in Erinnerung geblieben. Und das sind eben die Bücher, die man einfach im Herzen dann auch aus so einem Jahr mitnimmt und die einen eben einfach erfreut haben. Und ich bin natürlich sehr neugierig, was so eure Highlights des Jahres waren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns so ein bisschen in den Austausch gehen. Flops wird es ja dann im Jahresrückblick geben. Es wird nächste Woche, glaube ich, einen Serienfilmrückblick geben. Den Hörgenuss des Monats nutze ich und mache es zum Hörgenuss des Jahres. Werde da auch so ein bisschen statistisch ein bisschen was über die Hörbücher des Jahres erzählen. Und dann wird auf jeden Fall auch mein Bücherrückblick kommen, wo dann eben auch mal über Flops gesprochen wird. Die lassen wir hier im Kalender ja komplett außen vor. Und ich bin gespannt, was so eure Highlights waren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch was zum Adventskalender. Es waren viele jeden Tag dabei. Ich habe von vielen jeden Tag einen kleinen Kommentar bekommen. Und ich möchte euch einfach wissen lassen, dass ich dafür sehr, sehr, sehr dankbar bin. Denn natürlich ist die Kommentarfunktion das Einzige, wo man ganz aktiv nach dem Video in den Austausch gehen kann. Also ich sitze hier alleine mit meiner Kamera und zwei Katzen. Ich bin nicht ganz allein. Ich habe hier Zuschauer. Das ist ein bisschen komisch. Und natürlich wer sitzt da am anderen Ende und guckt sozusagen sich das Video an, und umso schöner ist es da, Feedback zu bekommen, den Kommentar zu erhalten und einfach so ein bisschen mitzubekommen, okay, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Adventskalender wie ich. Und ja, heute am 24. Türchen bleibt mir eigentlich gar nicht mehr als Danke zu sagen. Danke, dass ihr die letzten Tage mit dabei war, dass ihr hier über 3 Wochen jeden Tag ein Video genossen habt und auch kommentiert habt. Und ja, überhaupt, ich glaube, über das BookTube-Jahr und das Bücherjahr, den Dank schieben wir ein bisschen später hin. Ich möchte jetzt nur noch euch allen fröhliche Weihnachten wünschen, besinnliche Feiertage,
wunderbare Zeit mit der Familie, mit Freunden, auf der Couch oder mit den Katzen, mit den Hunden, Hasen, Pferde, was auch immer euch so begleitet. Habt eine schöne Zeit, versucht ein bisschen runterzukommen, lasst das Jahr so ein bisschen reflektiert vielleicht ausklingen und einfach so ein bisschen hoffnungsvoll dann ja dieses Datum, 1.1., der dann ja kommt, einfach hoffnungsvoll nach vorne blicken und manchmal sagt man ja, es kann eigentlich noch besser werden. Ich wäre schon froh, wenn das nächste Jahr nicht so ist wie dieses Jahr. Es muss gar nicht so viel besser werden, es muss nur nicht so schlimm werden wie dieses Jahr. Und ja, ich wünsche euch wirklich ganz, ganz frohe Weihnachten. Und wenn ihr keinen Weihnachten feiert, dann einfach schöne Feiertage, ruhige Tage, ein schönes verlängertes Wochenende. Und wenn ihr das denn nutzen könnt, ich weiß, das gibt natürlich auch Berufsgruppen, die arbeiten und auch für die natürlich ein großer Dank. Aber bevor das hier in so einer Danksagung endet, ja, ich wünsche euch nun einen wunderbaren 24. Dezember. Bedanke euch ja, für die wunderbare Zeit mit dem Adventskalender. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.